Hallo Leute, ich bin Patrick Dittmar von Kajakguru und hier sind wir in unserer niegelnagelneuen Kajakhalle. Shop, Lager, alles beisammen, darum soll es aber heute gar nicht gehen. In diesem Video geht es ganz speziell um die Top 3 Einsteiger-Kajaks. Wir sind spezialisiert auf die ersten Paddelschläge und uns erreichen immer wieder ganz viele Fragen. Was ist denn das bestgeeignete Kajak für mich für den Einstieg? Nun, wir haben jetzt hier 3 Boote vorbereitet und es geht eigentlich bei uns immer darum, wenn du sagst, du bist Gelegenheitspaddler, Freizeitpaddler, willst da keine Raketenwissenschaft draus machen, dann brauchst du auch nicht unbedingt die super duper Nobelmarken und musst auch nicht irgendwie 1500, 2000 Euro für dein erstes Kajak ausgeben. Das hier sind die Top 3 Einsteiger-Kajaks, die wir bei uns im Programm führen und die aus meiner Sicht, ich mache das jetzt seit fast 10 Jahren mittlerweile, oder mittlerweile müssten es genau 10 Jahre sein, es ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen 3 Booten. Gehen wir einmal auf die genauen Kajaks ein. Also, zu meiner linken Seite haben wir hier das Modell Afjord von der Marke Seabird. Hier haben wir das Modell Discovery, ebenfalls von der Marke Seabird und das Expedition HV. Wen wundert's, auch von der Marke Seabird. Das heißt jetzt nicht, dass wir total Seabird verliebt sind, also sind wir irgendwo schon, weil es einfach geile Kajaks sind. Aber meine Erfahrung hat einfach gezeigt, dass das die Boote sind, wo du am meisten für dein Geld bekommst. Und wo die Unterschiede liegen, das verrate ich euch jetzt. Grundlegend solltet ihr euch immer bei der Wahl eures ersten Kajaks daran orientieren, wo ihr paddeln wollt, wie groß ihr seid, wie schwer ihr seid, was das Boot können muss. Lasst euch da nicht ganz so von diesen ganzen Marken und sowas beeinflussen und auch das, was andere sagen. Es gibt in diesen ganzen Facebook-Gruppen, in diesem ganzen Kajak-Universum gibt es viele Super-Pros, die euch dann sagen, Mensch, kauf das Kajak, ich hab das, ich hab hier und jenes. Konzentriert euch auf das, was du wirklich brauchst. Und für den Anfang brauchst du einfach ein geiles Kajak, was super robust ist. Das ist bei allen 3 Kajaks gegeben. Das hier ist das Polyethylenmaterial, das ist ein Kunststoff. Ein plastikähnlicher Stoff. Ja, ich habe da jetzt auch mittlerweile gelernt, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Man darf nicht einfach Plastik sagen. Alle diese Boote werden auch im sogenannten Rotationsverfahren hergestellt. Bei allen diesen Booten handelt es sich um einen 3-Lagen-P. Das bedeutet, wir haben 3 Schichten, wobei die mittlere Schicht ein bisschen aufgeschäumt ist. Diese Aufschäumung sorgt dafür, dass wir ein bisschen Gewicht einsparen, was natürlich super ist für den Alltag, aber halt auch eine ordentliche Festigkeit, was das Material angeht und halt auch eine Stoßfestigkeit auch schaffen. Das heißt, wenn ihr mal irgendwo gegenpoltert, am Anfang passiert das mal ganz gerne, kommt das nicht gleich irgendwie zum Materialschaden oder irgendwie dergleichen. So, wo unterscheiden sich denn diese Kajaks? Also, wie man halt sehen kann, haben wir halt hier einen riesen Unterschied in der Bauform und auch in der Länge und auch was so einzelne Faktoren angeht. Hier haben wir ein sehr, sehr kurzes Boot. Ja, wir haben hier ein 386. Langes Kajak und das ist halt besonders gut für etwas kleinere Personen. Wir haben auch kleinere Angaben, was Beinlänge und sowas angeht, hier auch bei uns mit auf der Homepage mit hinterlegt. So kann man sich auch ganz einfach hier die Beinlänge ausmessen. In der Regel sagt man aber, dass das Afjord eher für etwas kleinere Personen, sagen wir so, ich würde mal so sagen, bis 1,70 passt man super rein, 1,80 geht auch noch. Aber halt so ein etwas kleinere Person findet halt super drin Platz. Das Discovery ist halt für mich persönlich jetzt geeignet, ich bin 1,88 und wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte ganz entspannt nach Feierabend eine kleine Runde drehen, wäre das halt eine coole, eierlegende Wollmilchsau, kann man sozusagen sagen. Einziger Nachteil, sage ich jetzt mal, beim Discovery, wenn du jetzt auch den kleinen sportlichen Aspekt mit bedienen möchtest, kommt man hier nicht ganz so super auf seine Kosten. Warum? Ist natürlich auch ein Sportgerät, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte nach Feierabend eine schöne sportliche Runde drehen, sollte man vielleicht eher zum Expedition raten, weil das Boot halt einfach ein bisschen länger ist. Man sagt bei uns in der Bootsbranche, Länge läuft und dementsprechend kann man da halt ein bisschen sportlicher mitfahren. Beim Discovery ist es halt eher auf eine hohe Kippstabilität ausgelegt, was natürlich auch in der sogenannten Anfangs- und Endstabilität sich darlegt. Anfangsstabilität bedeutet, dass wir halt beim Einstieg super stabil sind und natürlich halt auch, wenn das Boot auf dem Wasser steht. Man kann zum Beispiel in dem Discovery super angeln, wenn ihr irgendwie Fotografie machen wollt auf dem Wasser oder ist man halt hier super beraten, weil das Boot halt enorm kippsicher ist. Ja, und man hat halt überhaupt gar kein Problem irgendwie mit dem Boot irgendwie ins Wasser kippen zu können. Das ist beim Afjord übrigens auch so.
Beim Expedition wiederum hat man eigentlich die gutmütigen Eigenschaften vom Discovery ganz gut vereint, aber dadurch, dass wir halt hier über 5 Meter haben, haben wir halt auch eine gewisse Bootslänge. Und wie ich eben gerade halt auch schon gesagt habe, läuft halt einfach ein langes Boot deutlich schneller und auch deutlich spurtreuer. Und das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, ich möchte abends auch mal eine kleine Mischung aus Freizeit und auch ein bisschen Sport machen, weil ich ein bisschen Plauze gekriegt habe, ist bei mir leider jetzt auch so, ist halt das Expedition eine sehr gute Wahl, weil das vereint die Anfangsstabilität nicht ganz so wie beim Discovery, aber wenn du jetzt ein kleines sportliches Grundverständnis, sage ich jetzt mal, hast und du jetzt nicht komplett unsportlich bist und jetzt auch überhaupt gar keine Tiefenmuskulatur hast oder wie auch immer, hast du da eigentlich überhaupt gar kein Problem. Alle diese Boote, muss man dazu sagen, laufen bei uns auch alle in den Verleihstationen. Und in dieser Verleihstation, kennt ihr vielleicht auch selber, sind immer blutige Anfänger. Das heißt, wir können alle Boote blutigen Anfängern wirklich an die Hand geben. Ihr könnt auch gerne bei uns auf die Homepage einmal schauen oder auch bei Google auf den Bewertungen. Da hat man dann halt auch ein ehrliches Kundenfeedback, sage ich jetzt mal. Und da werden alle euch bestätigen, dass alle drei Boote für den Einstieg super geeignet sind. Sie kommen alle wieder glücklich zurück. Kurzes Fazit an dieser Stelle. Expedition ist, sage ich jetzt mal plump gesagt, für die jungen Leute oder halt auch für die jungen Gebliebenen oder halt auch für die Sportlichen, die auch mal eine Woche unterwegs sein wollen. Und dieses Boot hat einfach alles. Ihr habt hier halt auch super viel Stauraum. Das heißt, wenn man jetzt auch mal ein bisschen längere Touren sich vorstellen kann, grob gesagt, ist man beim Expedition ganz gut beraten. Das gibt es in der HV-Variante und auch in der LV-Variante. Das heißt, es gibt die einmal in der High Volume, etwas größer, so wie es jetzt hier ist. Oder das gleiche Modell auch in der Low-Volume-Variante. Dafür gibt es ein separates Video, das könnt ihr euch mal angucken. Wenn ihr sagt, mir ist Kippstabilität ganz, ganz wichtig und ich bin so der Angler-Typ und ich will gemütlich mit einem Bierchen mal nach Feierabend irgendwie übers Wasser schippern und mich einfach ein bisschen treiben lassen und vielleicht auch mal eine kleine Tagestour machen und brauche nicht ganz so viel Gepäck, ist halt hier das Discovery aus meiner Sicht ganz gut geeignet. Wenn man jetzt halt sagen kann, hey, ich möchte ab und zu mal eine kleine Runde auf dem Wasser drehen und ich bin so zwischen 1,60, 1,50, 1,70, so irgendwie so in diesem Bereich und hab, sage ich jetzt mal, ein Gesamtgewicht von 70 Kilo, 80 Kilo eventuell, ist man halt hier beim Affjord ziemlich gut beraten. Ja? Und so weit würde ich das jetzt erst einmal grundlegend euch ans Herz legen. Ihr könnt uns gerne kontaktieren und wir gucken mal, was ihr so für Bedürfnisse habt. Also wir stellen mal ganz konkrete Fragen und schauen, dass wir mit euch diese ganzen Parameter einmal durchgehen. Weil wir haben bei uns halt diesen Verleihstationen, wir sehen die Leute, wir gucken uns die immer ganz genau an und weisen denen halt dann dementsprechend ein eigenes Kajak zu. Wenn wir jetzt halt verschiedene Parameter wie Gewässer, Gewicht, Körpergröße, Paddelerfahrung und halt auch die nötigen Bedürfnisse einmal mit abdecken, können wir eigentlich zu 95% das richtige Boot für euch heraussuchen. Das heißt, wenn euch dieses Video vielleicht ein bisschen weitergeholfen hat, ihr euch aber immer noch unsicher fühlt, ruft uns einfach an oder kommt hier bei uns im Shop vorbei. Und dann kriegt ihr hier eine richtig geile Beratung. Könnt das auch gerne ausprobieren oder wir liefern es euch auch persönlich an. Alles weitere im nächsten Video. Hat mich sehr gefreut.